Hallo meine lieben Action-Rollenspiel-Freunde da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Shadows Awakening, wo wir uns jetzt hier gleich wieder einem Gegner stellen müssen, der wirklich wieder sehr, sehr unangenehm wird. Aber ich denke, ich werde es als allererstes mal mit ihm hier versuchen. Das große Problem ist halt die Koordination. Also wenn man das Spiel hier wirklich ordentlich konzentriert spielt und nicht so wie ich zwischen 4-5 Spielen hin und her springen muss, dann hat man hier wahrscheinlich ziemlich schnell den Dreh raus. Mein Problem ist, dass ich aufgrund dieser ständigen Wechsel, die zurzeit einfach nötig sind, ich kann es nicht anders machen, sonst geht irgendwie ein Projekt baden, ich da gerade eben ein bisschen konzentriert an die Sache rangehen muss. Ich versuch's einfach mal. So schlimm kann es gar nicht werden. Und wie ich mich schon wieder irrte, ne? So, zack. Eieiei, lauf mal besser hier weg, Junge, Junge. Ich bin ja gerade eben ein bisschen gefipst. So. Ups. Au, au. Ja, okay, das können wir gleich laden, ey. Die wurde ja sofort weggeholzt. Ey, das ist ziemlich mies, wenn du da festgesetzt wirst. Du kannst nicht mal den Charakter wechseln. Das... Hier die Geduld für derlei Umhergeirre. Ja, du mir auch. Was soll ich sagen? Also ganz im Ernst. Gehen wir jetzt mal mit ihm rein und legen jetzt hier diese Bomben. Ich denke, dass diese Bomben hier wahrscheinlich mehr bringen. Zack. Eieiei, jetzt lauf doch, Mädel, du sollst doch da nicht stehen bleiben. So, jetzt kann ich ja nicht mehr zaubern. Und zack. Ja, das rockt, was wir hier gerade eben machen. Ja, jetzt ist er wieder immun. Und erledigt. Ja, das System funktioniert, auch wenn es ziemlich krass ist. Okay, dann habe ich gehofft, dass wir nochmal Loot bekommen. Nö. Aber wir haben ja gerade einiges an Loot bekommen. Okay, wir haben jetzt nochmal irgendwas entriegelt. Und jetzt geht diese Tür auf. Wisst ihr, und jetzt kommt erst der Boss. Okay. Vielleicht sollten wir nochmal... Hallo, Ratte. Vielleicht sollten wir nochmal gucken, was wir da jetzt hier gerade eben bekommen haben. Es könnte sinnvoll sein, das sich anzuschauen. Keine gute Waffe bekommen. Level 1. Wir kriegen nur so Level 1 Gruscht. Ganz im Ernst, also ich finde das Spiel gut, aber ich mag es nicht, wenn ich bei Spielen dieser Art, also so Gruscht auf Schwäbisch gesagt bekomme. Also, das gruscht. Quatsch. Also, ich bin Level 4, bin bei Level 5 und bekomme einen Scheiß. Wisst ihr, was ich meine? Also, ein gutes Game Design, also, oder ein besseres Game Design, es ist kein schlechtes Game Design, aber ein besseres wäre von den Items her, wenn die Items sich deutlich mehr an meiner Stufe orientieren würden. Das scheint gefühlt komplett random zu sein. Und das finde ich ein bisschen störend. Genauso wie hier, Level 5, ne? Habe ich jetzt bekommen. Wahrscheinlich geht's nicht früher, aber... Da hätte ich lieber irgendwas anderes bekommen. Was, wie viele silbernen Anhänger haben wir denn? Heiligsblechle. Ring des Fuchses. Ring des Bullen. Was bringt es hier? Schaden gegen Humanoid. Wir haben hier eh keine Humanoiden. Ich habe jetzt den Ring des Bullen genommen, weil mehr Lebenspunkte. Kann ich hier noch eine Essenz reinpacken? Kann ich. Was für eine Essenz wollen wir denn nehmen? Noch mehr 100. Nee. Schaden gegen Ungeziefer. Immun gegen Einfrieren. Mehr Silber. Schaden gegen Bestie, Schaden gegen Geist. Ich frage mich, ob eine Bestie eine Spinne ist. Ich pack das mal rein. Das ist einfach mal so ein Versuch, den ich hier mal starte. Kann aber auch sein, dass es als Ungeziefer gilt. Dann packen wir es auch mal das hier rein. Alles, was wir machen, ist eigentlich gut. Ich meine, sie ist unsere Hauptdamage-Dealerin. Gehen wir nochmal raus. Bei den Ringen habe ich auch nur Ringe des Fuchses. Wie schaut es jetzt mit ihm aus? Kann er jetzt hier irgendwas verwenden? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, er regt sich berechtigt darüber auf. Helme geht auch nicht. Warte, was ist denn so ein Helm? Level 1. Kann er nicht benutzen. Einsetzbar von Evia. Sie kann diesen Helm tragen. Ring des Fuchses. Dem doch sicherlich was bringen hier. Besser als gar nichts. Besser als gar kein Buff, ne? Hier nochmal Schaden gegen Untot.
Ansonsten geht hier nichts. Moment, das ist definitiv ein besserer Helm. Bei ihm hier? Ja, wir haben ja gesehen, da ist ja sonst nichts, ne? Nee. Da ist ja sonst nichts. Dann gehen wir mal zurück, heilen hier unsere Bagage nochmal. Irgendwo hier war doch dieser Heilomat. Warum schießen diese Dinger jetzt hier? Eigentlich müsste auch die Zeit eingefroren sein. So, wo muss ich jetzt hin? Map. Ich muss irgendwie jetzt da hoch. Ah, das hier wurde gerade... Okay, mir war nicht ganz klar, was sich hier öffnet. Das hier hat sich geöffnet. Den haben wir nicht ganz gekillt. Aber er kommt nochmal. Um sich nochmal alleine abzuholen. Ich will erstmal diese ganzen Geister auseinandernehmen. Spinnen haben wir jetzt hier gleich garantiert noch genug am Start. Komm her. Komisches Vieh. Phantomgeist. Meistens kann ich gar nicht rechtzeitig genug lesen, wie die heißen, weil ich sie zu schnell töten muss. So. Den haben wir erledigt. Das hier kann ich öffnen. Leider nicht alles. Hier ist nochmal ein Schatz. Stab des Feuers. Wieder Level 1. Wollt ihr mich verarschen? Ich glaube ja. Oh Mann, oh Mann. Wo muss ich jetzt hin? Ja, wahrscheinlich da oben nach Norden. So, ich möchte erstmal den Loot hier noch mitgenommen haben. Und man kann da, so wie es aussieht, noch ein... Oh Gott, so viele Spinnenweben. Da würde ich nie hingehen in echt. Ohne Witz. Das wäre der Moment, wo ich kehrt machen würde. Ich habe meine Arachnofieberwunden. Aber das hat was mit gesundem Menschenverstand zu tun. Hier nicht reinzugehen. Naja gut, wir sind eh tot. Von daher ist es egal. Nein. Da ist ja schon der Boss. Ich möchte noch nicht zum Boss. Wenn ich noch eine Entscheidung treffen darf, dann die, dass ich erstmal diesen Kenotaphen hier oben gerne aktiviert hätte. Oh Gott, fuck. Schon wieder so einer. Schon wieder so einer. Fuck. Festgefroren. Der ist natürlich wieder mal nicht links machbar. Er zittert vor dieser Prinzessin des galaktischen Throns. Er ist immun gegen diesen Standardkram hier. So, jetzt kann er ja nicht mehr zaubern. Ich kann ihn mal festsetzen. So. Schaden bekommen. Oh Mann! Ich hasse es, dass diese Viecher kommen. Mann, ey. Ich habe mich gerade total verklickt. Ich hasse es, wenn das passiert. So. Der Junge hier. Oh Mann, ich hasse es. Ich werde das hier nicht überleben. Übernehmen. Sie ist tot. Okay, jetzt haben wir eh keine Chance mehr. Das ist total doof, wenn die sterben, weil man kann halt gar nichts machen, ne? Aber wir könnten unter Umständen... Warte mal, wir haben... Kann ich aus diesem Kampf jetzt einfach so entfliehen? Was ist mit dem Typen hier? LOL! Ich kann mit ihm jetzt gerade eben mitten im Kampf handeln. Ja, dann gucken wir doch mal, was der hat. Der hat auf jeden Fall schon eine bessere Waffe. Eisschaden, Level 3. Insgesamt mehr Waffenschaden. Aber wie gesagt, wir sind kurz vor Level 5. Es lohnt sich also nicht, da jetzt irgendwie sich darüber Gedanken zu machen. Von der Rüstung her, immun gegen Betäubung. Ist einfach alles zu teuer. Es ist einfach absurd teuer. Kann ich eigentlich auch wieder rausgehen? Ich kann da einfach wieder rausgehen. Wie geil ist das denn? Dann belebe ich jetzt hier einfach mal meine Dingens wieder, ne? Hello there! Sollte sie jetzt hier nicht einfach wieder belebt werden?
Ach, so machen wir das. Okay. Ich habe gerade eben gesehen, dass er eigentlich ein Gefolge von dem Kali... Nee, von dem Kalig ist, von dem Jesker ist, oder wie der heißt. Hat das Vieh jetzt eigentlich immer noch Schaden? Nee, die regenerieren, glaube ich, so schnell, so krass. Aber mit diesen vielen Spinnen da oben ist das eigentlich eine ziemlich heftige Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. So, bevor wir da jetzt nochmal reingehen, werden wir nochmal ganz, ganz kurz speichern. Denn das muss ja gehen, den zu besiegen. So, speichern, freier Platz, fortfahren. Oh, hallo! Unhöflicher Knilch. Ihr werdet fallen. Und weg. Oh Mann, ich hasse es, wenn das passiert. Ach, zu viele Viecher, ohne Witz, zu viele Viecher. Ich hab keine Ahnung, scheint der Schaden nichts ausgemacht zu haben. So, du zauberst jetzt hier erstmal nichts mehr, mein Freund. Oh, ist fast tot, ist sie. Aber auch. Es ist tot. Gut. Der Dämon hat's. Der Dingens hat's gemacht. Zu Ende, was andere begonnen haben. Oh! Also, man muss die beiden wirklich hart miteinander kombinieren, die ganze Zeit. Das hin und her wechseln. Also, mir fällt es halt momentan noch ein bisschen schwer, dieses Geklicke. Aber wie gesagt, wenn man da so ein bisschen Übung drin hat, ist das wahrscheinlich alles gar kein Problem. So, jetzt können wir eigentlich hier gleich schon mal Sachen verticken. Direkt mal verkaufen an den Typen. Ja, die Stäbe des Feuers, ohne Witz. Was soll ich denn mit diesen Stäben? Level 1 Rüstung, beschädigte Brustpanzer. Glyphon Harkan, weg mit. Helme. Level 3. Einfach verkaufen. Halt. Ich glaube, ich habe versehen... Moment. Ich habe versehen, ich gerade eben was verkauft. Nee, das war schon Level 3. Das war schon richtig. Ich habe keine Umhänge mehr. Handschuhe. Einsetzer von Evia. Mehr Ausdauer oder... Ja. Ich behalte nur den da. Gürtel ist, haben wir nix. Stiefel. Schwere Stiefel. Was für ein Quatsch. Halskette. Silberner Kram hier. Weg mit. Haben wir ohnehin zuhauf. Wir haben gerade noch einen Level 5er Teil gefunden. Ringe haben wir nicht oder will der nicht. Mystischer Seelenstein. Mehr Zaubergeschwindigkeit. Maximale Aufladung und plus 4 Trefferpunkte pro Aufladung plus 400. Okay, der könnte cool sein. Gehen wir mal raus. Gehen hier rein. Tauschen diesen Seelenstein jetzt aus. Mir wäre zwar lieber, wenn wir da einen hätten, aber ich habe diese Dinge ja noch nie verwendet, ne? Sollte ich vielleicht mal mit der Zeit mal ändern, dass ich die noch nie verwendet habe. Gut, wie viel Kohle haben wir jetzt eigentlich? 1500, wir können uns bald eine normale Waffe leisten. Ja, das Prinzip von diesem Spiel, da halt einfach Loot, 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 Loot. So, Evia erstmal wieder hochhealen. Das dauert. Da ist ja gar keine Aufladung drin. Kann ich diese Aufladung rein noch mal reinmachen? Wie geht das nochmal? Ich habe es vergessen, wie es geht. Ich kann auch gerade eben nicht 2 oder 3 drücken, ne? Das ist das Problem. Warte mal, kann ich da auf sie draufklicken eigentlich? Nee, ja, doch schon, aber es bringt nichts. Okay, der bringt mir gerade eben gar nichts, weil der keine Aufladung hat. Dieser Stein spornt dich ständig dazu an, mehr zu leisten, besser zu werden. Ja, ja, ja. Weil hier sieht man das gar nicht. Ich sehe es auf den ersten Blick hier nicht, ob die eine Aufladung haben. Und der hat Aufladungen, die anderen nicht. Oder der eine andere nicht. Ich sollte diese Dinger mal echt benutzen. Ich glaube, mit 2 und 3 Klicken war das. So, und jetzt kommen wir zu dieser blöden Boss-Spinne. Da speichern wir natürlich... Was wollt ihr denn hier? Ihr wart da gerade eben noch gar nicht da. Hallo? Wo kommt ihr denn her? Keiner hat euch eingeladen.
So, Spiel speichern. Hey. Freue mich jetzt schon. War ja klar. Mhm. Eieieiei, sie ist ja schon fast tot. Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll, ey. Wir bekommen die ganze Zeit Schaden hier. Das ist der Wahnsinn, ey. Sie setzt uns fest. Hörst du mal auf mit dem Scheiß, Mädel. Ich glaube, ich sollte jetzt echt mal eine 2 drücken. Das habe ich jetzt mal gemacht. Mir geht das Mana tatsächlich flöten. 2. Das heilt sie auf jeden Fall. Eieiei. Er zittert vor dieser Nein. Prinzessin des Garulianischen Throns. Er ist tot. Also, ja, Dämon ist da, Dämon ist da. Ach, wie geil, da kommt nochmal eine große dazu. Oh oh. Was ist jetzt passiert? Nein, ich will. Ach, wir sind tot! Oh Gott! Ja, schön. Oh Gott, ich hab's gar nicht gerafft, dass wir tot waren. Einfach war's vorbei, weil die Musik bei so lief. Ich find's immer noch schwierig, auf ihn zu schalten. Immer dann, wenn ich eine Fähigkeit von ihr einsetzen will, klicke ich versehentlich W statt D. Da muss ich mich noch irgendwie dran gewöhnen. Das ist tricky für mich momentan noch. Juhu. Oh oh. Und weg. Oh Mann, das geht doch mal weg. Ich klicke versehentlich immer auf die Spinne, obwohl ich das gar nicht will. So. Weg. Boah, das Vieh ist so schnell. Übertrieben schnell. Evia bringt zu Ende, was andere begonnen haben. Und weg. So, lauf doch weg. Ich klicke immer versehentlich auf das olle Vieh drauf. Okay, weg. Er hat schon kein Mana mehr. Oh, sie ist tot. Super. Ah, lass mich doch einfach hier weg. Ja, er stirbt jetzt auch. Und das war's. Boah, ist das heftig. Also das große Problem, was ich persönlich finde, ist, dass das Vieh so groß ist und dass ich jedes Mal, wenn ich da oben weglaufe, ich klicke versehentlich auf sie drauf. Das ist gerade eben der Fehler, den ich bei mir selber beobachtet habe. Das ist ein Problem. In den Schatten sieht diese Art besser aus. Hm, meinst du? Ich kann ja schon mal diese Viecher wegmachen. Hilft mir dann vielleicht so ein bisschen. Nein, nicht da reinrennen. Ey. Es ist halt leider schon angeschlagen. Okay, rein mit uns.
komme ja wieder nicht weg. Diesmal war ich festgesetzt. Hallo? Was war denn da gerade eben? Ich konnte überhaupt nichts machen. Sie war komplett festgesetzt. Boah, das fand ich gerade eben doof. Ich war komplett festgesetzt mit ihr. Ich konnte keine Fähigkeit einsetzen. Zumindest hat keine funktioniert. Keine ausgelöst. In den Schatten sieht diese Art besser aus. Oh Mann. Wisst ihr, wir haben so großspurig gesagt. Ja, ja, wir machen das. Easy going. Was soll denn schon passieren, wenn so eine Riesenspinne... Boah, der Schaden, den die macht, ist aber auch nicht mehr normal, oder? Holy, jetzt geh doch mal weg, Junge. Oh oh. Ich verstehe es halt auch nicht, warum das jetzt hier nicht hochgeht. Ihr seht ja, ich greife versehentlich immer an, weil sie mir in mein Feld reinläuft. Sie läuft in mein Feld rein. Und dadurch mache ich versehentlich Schaden, beziehungsweise... So, oh oh! Weg! Diese kleinen Spinnen sind auch echt weg. Und sie ist schon wieder tot. Weil ich wieder nicht weggekommen bin. Unfassbar. Wir werden wieder sterben, ey. Seine Energie geht so schnell flöten. Das ist eigentlich völlig sinnlos hier gerade eben. Ne, er ist wieder betäubt und... Das ist der Wahnsinn! Wie viele von diesen Riesenspinnen sollen denn das noch sein? Okay, Leute, einen Versuch machen wir noch für diese Folge. Aber... Ist es finster. Ja, ist es. Und so fühlt sich's auch an. Also die größte Schwierigkeit ist echt die Größe von diesem Vieh. Weil es halt echt einen herausfordert. Bin ich schon wieder versehentlich an sie rangeraten. Und festgesetzt. Und weg. So, jetzt habe ich die übernommen. Und weg. Uiuiui. Problem ist halt echt. Ich muss die halt auch hier wegtöten, ne? Dann wieder einen übernehmen. Sie ist gleich erledigt. Es darf hier nicht enden. Geschafft! Boah. Och, die ist auch noch da. Schande, eine so nützliche Kreatur zu töten. Wow. Aber Schatt wird's freuen. Ich hasse sowas. Ich bin wieder genesen. Ja, geh doch weg, ey. Boah, sowas liebe ich ja, wenn man sich dann noch um diese kleinen Viecher kümmern muss. Das, Spinnenmorgenstern. Wir haben gerade eben einige coole Sachen bekommen. Das hätte eigentlich alles noch mit drauf gehen können, aber dass man, ganz im Ernst, wir hätten gerade eben noch, wir hätten jetzt den Boss gerade eben beinahe geschlagen gehabt und hätten jetzt gerade noch an den Ätz sterben können. Voll fies. Was mag ich gar nicht, wenn sowas passiert. Oh, Eulenamulett. Ja, komm, wir looten jetzt hier noch.
Das muss jetzt auch noch sein. Das haben wir uns verdient nach diesem harten Kampf. Okidoki. Ich glaube, jetzt haben wir ja alles. Verschlossenes Tor. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, wir speichern an dieser Stelle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüssi und ade.